Du trägst die Verantwortung für was du aussendest. Guten Morgen! Dieser Satz wird in den letzten Tagen zu einem sehr, sehr wichtigen Satz in meiner Bewusstheit. Man selber kann nicht erwarten, alles zu erreichen, was man will. Das Ausgehen von seiner Liebe, man beliebig die Liebe in alles reinpflanzen kann und dass dieses gedeiht und wächst, das ist einfach illusionorisch. Das ist Ego. Das ist Denken in Erwartungen. Und das ist nicht bedingungslos. Alles wofür man Verantwortung trägt, ist das was man aussendet. Alles was ich tun möchte, ist dieser Verantwortung gerecht zu werden und mich auch darauf zu konzentrieren. Das ist mein primäres Ziel. Ich möchte Liebe aussenden. Und ich möchte bewusstes Denken initiieren. Ich möchte ein respektvolles und fruchtbares Miteinander aussenden mit diesem Kanal. Kein richtig oder falsch oder blinde Ideologien. Ich möchte, dass hier Menschen die Chance haben zu wachsen. Das ist primär. Nicht, dass mein Kanal und damit mein Ego wächst, sondern die geistige Evolution soll vorangetrieben werden. Mit Information, Inspiration, das Teilen von Erfahrungen und dem gegenseitigen Austausch. Ich habe und werde immer alles in Frage stellen, was mein physisches Leben angeht und eine Frage die ich mir jetzt stelle ist folgende. Macht, beziehungsweise die ich mir gestellt habe, macht diese Daumenfunktion bei Facebook, bei YouTube und anderen sozialen Plattformen wirklich Sinn? Und warum gibt es diese Daumenfunktion? Wir nehmen das alles so wahr, ne? Und wir nehmen das alles so an. Wir sind damit aufgewachsen, mit den sozialen Medien, mit diesen Daumen. Aber warum gibt es sie eigentlich? Und es war einfach an der Zeit, mal diese Frage zu stellen. Und dabei ist es sinnvoll zu schauen, wie kommt die Daumenfunktion überhaupt dorthin, wo sie ist. Und das ist relativ schnell zu erklären. Sie kommt dorthin, weil sie die Macher dorthin programmiert haben. Und warum haben sie das getan? Um die Videos in irgendeiner Weise besser bewerten zu können. Da die Zuschauer die Arbeit der Bewertung der Videos übernehmen und kein Mitarbeiter alle hochgeladenen Beiträge anschauen und in ein Ranking irgendwo einfügen muss. Aber die Kriterien, welche dem Geben eines Daumen nach oben oder Daumen nach unten zugrunde liegen, die sind komplett unterschiedlich. Manche fühlen sich inspiriert durch das Video. Manche mögen die Logik des Vortragenden. Manche finden das Thema gut, welches angesprochen wurde. Manche finden einfach die Frau oder den Mann, der da spricht, sympathisch. Und es gibt tausend andere Gründe oder natürlich auch immer das Gegenteil. Tausend andere Gründe, warum man einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten gibt. Einige sind etwas oberflächlich und andere hingegen gehen sehr in die Tiefe und sind überdacht. Aber was kommt bei uns an, wenn wir auf diese Statistik schauen? Daumen hoch oder Daumen runter? Gut oder schlecht? Ich trage die Verantwortung dafür, was ich aussende, wie ich diese Welt beeinflusse. Und eines meiner immer wieder rezitierten Grundelemente ist die Tatsache, dass eines der größten Hindernisse einer liebevollen und respektvollen Welt die Bewertung in Schwarz, Weiß, Gut, Böse, richtig, falsch ist. Der Weg der goldenen Mitte, der Weg der Differenzierung und der Weg der Bewusstheit, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte und den ich ebnen möchte. Für auch die Zuschauer dieses Kanals. Das ist das, was ich aussenden möchte, wofür ich die Verantwortung trage. Einerseits thematisch, kritisch, differenziert und bewusst und andererseits in Liebe übend und praktizierend, ehrliche, offene und respektvolle Kommunikation erlebend. Diesen Kanal als Oase der kritischen und liebevollen Bewusstheit etablieren. Das ist meine Verantwortung. Natürlich nicht für die große Masse. Aber hey, wir sind schon fast 7000 Menschen. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich mehr als 10.000 Menschen werden. 10.000 Menschen, die miteinander respektvoll die kritischen Themen unserer Zeit behandeln. 10.000 Menschen, die wir uns persönlich weiterentwickeln und damit wieder den eigenen Bekanntenkreis beeinflussen und verändern werden. 10.000 Menschen, die sich aus der Masse erheben und Fragen stellen und sich bemühen, eben nicht
in Schwarz und Weiß zu denken. Daumen hoch oder Daumen runter. 10.000 Menschen, die Andersdenkenden Raum geben und sich für Erfahrungen öffnen, die man nur erlebt, wenn der Geist selber offen ist. Mir ist die YouTube-Mechanik bewusst. Aber ich habe ja immer gesagt, und dazu stehe ich, es geht darum, die Welt zu verbessern. Und ich weiß, dass dieser Kanal ja nicht durch Ranking oder billige Marketing-Tricks lebt, um viele Klicks und Likes zu generieren, sondern durch seine Menschen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Das merke ich jeden Tag aufs Neue durch eure Kommentare. Das sind die Menschen, die auch die Beiträge teilen, die sie nicht nur mal kurz angucken, um sich zu unterhalten, sondern die diese Beiträge teilen, wo ihr Leben geändert wird dadurch. Und ja, und die einfach auch den Respekt für diese Arbeit haben und diese Arbeit auch unterstützen. Davon lebt dieser Kanal. Die Menschen, die genau wie ich ein ureigenstes Interesse daran haben, dass wir alle in Liebe und in Frieden miteinander leben. Dass Hunger, Armut und Krieg irgendwann der Vergangenheit angehört. Die bereit sind, selber sich in Frage zu stellen, in essentiellen Punkten ihres eigenen Lebens. Die Daumenfunktion an sich lässt sich nicht abschalten und sie wird weiter wichtig für das Ranking bleiben. Aber die Sichtbarkeit, die kann abgeschaltet werden. Und damit die Unterstützung eines Systems, was undifferenziert in gut und in schlecht unterteilt. Und genau das habe ich getan. Menschen, die auf meinen Kanal kommen, werden nun nicht einfach kurz über das Video schauen, oberflächlich ein paar Aussagen wahrnehmen und dann ja meist auch noch der Analyse der Daumen hoch und Daumen runter Anzeige, um so ein Bild zu bekommen, ja überlegen, auf welche Seite sie sich schlagen und das wie so ein kleines Spiel sehen, ja Daumen nach oben oder Daumen nach unten, sondern sie werden gar keine Möglichkeit mehr haben, diesbezüglich getriggert zu werden. Sie werden ein Video sehen und sie werden die Kommentare sehen. Sie werden ihre Meinung schriftlich darlegen müssen, wenn sie gehört werden wollen. Wenn sie das eben nicht gehört werden wollen oder wenn sie das nicht bereit dafür sind, dann werden sie eben auch nicht gehört. YouTube ist eine sehr, sehr schnelllebige Welt und Teil des Zeitgeistes. Aber ich möchte mich dem entgegenstellen. Ich kann beleidigende und respektlose Kommentare moderieren in der Kommentarfunktion und meiner Verantwortung gerecht werden. Ich kann genau schauen, was ich aussende mit diesem Kanal, mit dem was ich sage und mit dem was in den Kommentaren zu finden ist. Ich kann nicht entscheiden, wie die Welt sich verändert, das kann ich nicht. Aber ich kann auf diesem Kanal alles daran setzen, dass ich hier ein differenziertes Denken unterstütze und fördere. Ich muss natürlich abwarten, inwieweit sich der Kanal entwickelt, ob es genug Menschen gibt, die diese Zusammenhänge, die ich heute dargelegt habe, ebenso sehen und die erkennen, dass es nicht über Extremismus und Dogmatismus geht, sondern nur über Respekt, Toleranz und Liebe. Entscheidend dafür ist sicher auch, dass ihr weiter als Zeichen der Wertschätzung meiner Arbeit einen Daumen nach oben gebt, da das interne Ranking seitens YouTube eben darauf ausgelegt ist und wir so natürlich mehr Menschen erreichen. Daher bitte ich euch auch darum, weiter Daumen zu geben. Auch ohne, dass ihr dafür ein Feedback erhaltet über die Daumenfunktion. Das ist einfach der grundlegende YouTube-Mechanismus, das müssen wir einfach so anerkennen. Tut dieses für den Erhalt und auch für die Entwicklung dieses Kanals und der Ideen, die damit einhergehen. Und damit natürlich, denke ich, auch eure persönlichen Weiterentwicklung. Und das klingt immer so umfassend, aber der des ganzen Planeten. Ich habe mein Leben ganz konkret den Sinn gegeben, die Welt zu verbessern. Und das bedeutet eben auch oft gegen den Strom zu schwimmen und schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber ich handle immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich freue mich in Zukunft auf eure Kommentare und eure individuellen Wortmeldungen mehr denn je. Dieser Kanal steht für persönliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung und heute ist wieder ein Zeichen gesetzt worden gegen konditionierte Denkmuster und oberflächliches Schwarz-Weiß-Denken. Lasst uns wachsen und lasst uns einfach begegnen, so unterschiedlich und andersartig wir denken und fühlen, und lasst uns sachlich und respektvoll darüber differenziert austauschen. Alles Liebe, euer Christian.